Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute geht es um Goldstücke. Wahrscheinlich fragen Sie sich jetzt, Goldstücke? Was soll das jetzt? In meiner Mediationsausbildung hatte ich eine Ausbilderin und die sprach immer von Goldstücken, die man als Mediator einsammeln solle, wenn sie auftauchen. Und das waren dann genau die Dinge, die in einem Konflikt von einer der Konfliktparteien geäußert wurden und die ich als Mediatorin aufgreifen und nutzen sollte, um dem gemeinsamen Ziel näher zu kommen. Das ist zum Beispiel eine gereichte Hand, eine Brücke oder vielleicht auch etwas vollkommen anderes. Und kürzlich wurde ich an genau diese Goldstücke erinnert. In einem von mir gehaltenen Kommunikationsseminar machten wir Gruppenübungen. Und die Teilnehmerin einer Gruppe berichtete, wie erstaunlich sie es fand, dass sie in einem Konfliktgespräch gar nicht so richtig mitbekommen hatte, dass ihr Gesprächspartner ihr die Hand gereicht hatte. Sie sei so in Fahrt gewesen, dass sie weiter die vorher zurechtgelegte Argumentation durchgezogen hatte. Tja, und genau das ist die Herausforderung. Denn in Konflikten sind wir meist so auf unsere Positionen fixiert und so mit uns selbst beschäftigt, dass wir tatsächlich vieles überhaupt nicht mehr mitbekommen. Geht es Ihnen vielleicht auch so? Versuchen Sie, all Ihre vorbereiteten Argumentationsketten durchzuziehen? Versuchen Sie, gekonnt zu kontern? Suchen Sie schon nach dem nächsten Argument, wenn Sie merken, dass Ihre bisherige Argumentation zerredet wird? Konzentrieren Sie sich darauf, Ihren Punkt durchzubekommen? Und wenn Sie all diese Fragen oder vielleicht auch nur ein paar mit Ja beantworten, dann herzlichen Glückwunsch. Sie sind ein ganz normaler Mensch, der versucht, seinen Auftrag umzusetzen. Es ist vollkommen normal, dass man in einem Konfliktgespräch zunächst einmal vor allem mit sich selbst beschäftigt ist. Deshalb können Konflikte, die eine gewisse Eskalationsstufe überschritten haben, nicht mehr von den Konfliktparteien selbst gelöst werden. Ganz grundsätzlich können Konflikte auf drei verschiedenen Wegen gelöst werden. Erstens durch Kommunikation, und zwar, wenn der Konflikt sich gerade erst zu entfalten beginnt. Dann können sich die Konfliktparteien zusammensetzen und die Sache selbst klären. Zweitens über Regelungen. Wenn sich ein Konflikt schon manifestiert hat, dann gibt es zum Beispiel vorab definierte Eskalationsprozesse, die durchlaufen werden. Vielleicht gibt es aber auch eine Vereinbarung, was im Konfliktfall zu tun ist. Drittens gibt es den Machteingriff. Und das ist genau dann, wenn der Konflikt schon sehr stark eskaliert ist. Dann entscheidet zum Beispiel der gemeinsame Chef oder ein Richter über die Sache. Für uns Revisoren und Revisorinnen ist es daher extrem wichtig, darauf zu achten, dass sich entstehende Konflikte nicht manifestieren. Selbstverständlich wäre es gut, sie auch gleich in ihrer Entstehung zu stoppen und rechtzeitig aufzulösen. Nur das geht ja nicht immer, da wir ja auch unsere Aufgabe zu erfüllen haben und für unser Unternehmen oder unsere Organisation notwendige Konflikte eingehen müssen. Das heißt, wir machen ein Thema zum Konflikt. Und in solchen Fällen ist es super wichtig, die angebotenen Goldstücke wahrzunehmen, sie als solche dann wirklich auch zu erkennen und aufnehmen zu können. Also wie erkennt man denn Goldstücke? Am einfachsten ist das, wenn man nicht alleine in ein Gespräch geht. Ein Revisor oder eine Revisorin hat dann die Aufgabe, das Konfliktgespräch zu führen. Und der zweite oder die zweite Revisorin hat die Aufgabe, ausschließlich auf das Auftauchen von möglichen Goldstücken zu achten. Ist man allerdings alleine im Gespräch, geht das mit der zweiten Person nicht ganz so gut. Hierzu kann man allerdings gedanklich eine zweite Person hinzubitten, den eigenen inneren Beobachter. Das ist wirklich nicht einfach und es erfordert Übung. Hat man es aber geschafft, für die Dauer eines Konfliktgespräches innerlich die ganze Zeit eine Beobachterposition zu etablieren und halten zu können, dann kann man dies gut als zweite Instanz nutzen.
Sollte es Ihnen noch nicht durchgängig gelingen, haben Sie dennoch vor einem Gespräch immer die Möglichkeit, sich die Intention zu setzen, auf das Auftreten von möglicherweise vorkommenden Goldstücken zu achten. Ich weiß, das hört sich jetzt erstmal richtig doof an, aber unser Unterbewusstsein ist zu so viel mehr fähig, als wir glauben. Unterschätzen Sie das nicht. Und wer weiß, vielleicht werden auch Sie schon bald von zahlreichen Goldstücken überrascht werden. Ja, das war's schon wieder für heute. Ich freue mich über Ihre Ideen, Gedanken und Kommentare auf meiner Webpage oder in der LinkedIn-Gruppe Interne Revision souverän, kollegial und wirksam unter dem Post zu diesem Podcast. Vielen Dank dafür. Ja, und wenn Sie über neue Episoden, Hintergründe, Termine oder andere Neuigkeiten informiert werden wollen, dann tragen Sie sich doch für meinen Newsletter auf www.puhani.com ein. Wenn Sie eine Frage haben, schreiben Sie mir gerne per Mail an info@puhani.com oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Da habe ich eine offene und auch eine anonyme Variante für Sie vorbereitet. Ja, und vielleicht greife ich die ein oder andere Frage dann in einer Podcast-Episode auf. Wenn es Ihnen gefallen hat, erzählen Sie Ihren Revisionskollegen von diesem Podcast und beurteilen Sie ihn gerne. Ich freue mich über Ihre Rückmeldungen und Bewertungen. Herzlichen Dank dafür. Also bleiben Sie dran und hören Sie gerne wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Puhani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse. Thank you.